Hallo Leute und herzlich willkommen zur Auflösung des Rätsels The Melon Game. Bob Bilton hat es herausgefunden, wie es geht. Habe ich mir fast gedacht, dass er das schafft. Und ja, das ganze Geheimnis liegt eigentlich hier unten. Ich zeige erstmal nochmal kurz das Level für die, die mein letztes Video nicht gesehen haben. Immer wenn man Space drückt, hüpft die Melone auf und ab. Und viele haben schon erraten, dass man sich an einem Gefährt festhält. Das Gefährt ist einfach hier, besteht aus diesen paar Sachen. Man hält sich mit Space dann hier fest. Und das ist halt versteckt hinter dem Palutenkopf und hinter dieser Gruppe im Vordergrund. Ist auch nicht interaktiv. So, wenn man sich festhält, hat die Gruppe hier eine Einstellung, und zwar, das gehört gar nicht zur Gruppe, hier. Space by Action 3, any arrow guns will, with joints will shoot. Und die hier ist so weit unten, dass man sie nicht hört. Sie schießt dann in diesen Trigger, der Repeat-Tab 2, also immer, wenn es Kontakt damit hat, und Trigger bei 3, also durch die Pfeile, ist, und die schießt dann bei Space immer auf diesen Charakter, der dahinter hängt. So, und damit wird bei Space dieser Trigger ausgelöst. Dieser Trigger geht auf die Melone und hat hier Apply Impuls Y-9 und X1. Das heißt, es geht ganz leicht nach rechts und viel nach oben. So. Hier fliegt die Melone rum und mein Happy Wheels leckt schon wieder, deshalb zeige ich jetzt auch nicht das ganze Level. Würde ich sonst tun. Ja, das meiste. Die Haken hier, die sind einfach mit Change Opacity geregelt, sobald man die Melone hier rein manövriert hat. Und hier drin sind auch immer welche Trigger, die mit der Melone verbunden sind und es sie dann dopsen lassen. Also hier die Melone, man sieht hier schon, die ist mit zahlreichen Triggern verbunden hier. Trigger 3 und 4, die scheinen gar nichts damit zu tun zu haben. Die sind einfach nur damit verbunden, aber die waren gar nicht wichtig. Brauchte ich letztendlich gar nicht. Und ja, wir sehen hier, an allen Stellen, an denen stoppst, ist ein Trigger, der Impuls in die andere Richtung gibt. Und diese Trigger ist halt ganz wichtig, dass sie auf Repeat-Tab 2 und auf Triggered bei 3 stehen. Also dann passiert es immer und wird durch die Melone getriggert. Ja, das ist das Geheimnis hinter dem. Ach so, ja, genau. Dann habe ich natürlich noch das hier gemacht, diesen Mechanismus, den ich schon in meinem Sword Throw Tutorial erklärt habe. Also wer das nicht kennt, kann da vorbeigucken. Und falls jemand gemerkt hat, ich habe ein neues Mikrofon. Ich muss mal gucken, ob das in dieser Aufnahme überhaupt schon gut ist, weil ja, ich habe noch nicht viele Testaufnahmen damit gemacht. Ich hoffe mal, der Sound ist jetzt aber besser. Gegen die Lags kann ich dagegen leider nichts machen. Also, ja, vielleicht kriege ich es irgendwann mal hin, aber ich wüsste jetzt nicht, wie es geht. Auf jeden Fall war das Rätsels Lösung. Erstmal Glückwunsch an Bob Bilton, dass er es geschafft hat, es herauszufinden. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.